Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Karte vom Community Content. Mal wieder eine Stronghold 1 Invasion, und zwar die Verstärkung der Armee. Da stand jetzt kein Schwierigkeitsgrad dabei, der mir empfohlen wurde. Also könnte ich von normal oder schwer ausgehen, wie ich es jetzt meistens mache. Aber komm, da wir jetzt lange mal wieder nichts zum Knappern hatten, bin ich einfach mal so tollkühn und probiere das Ding einfach auf schwer. Guck mal einfach mal, was bei rumkommt. Und gut, lesen wir die Beschreibung. Nach dem Sieg über Borregar raten euch eure Hauptmänner, erst eine schlagfertige Armee aufzustellen, bevor er durch eure Hand für seine Taten büßt. Ihr seht ein, dass es töricht wäre, Borregar vom Krieg gegen Wolp gezeichneten Armee zu verfolgen. Manchmal überfliege ich ein bisschen zu sehr die Texte immer. Eine eurer Grafschaften im Norden hat einige Erzvorkommen, die ihr für die Waffenproduktion benötigt. Doch seid gewarnt! Eure Spione berichten, dass der Bischof euch nach seinem Verrat zum Ketzer erklärt hat. Schon bald wird er mit kirchentreuen Truppen gegen euch marschieren, besiegt seine Armeen und bereitet der grausamen Tyrannei der Kirche ein Ende. Ja, ganz kurz erklärt, wie ich lese für normal. Überfliege ich halt. Also für normal bin ich beim Lesen schon immer einen Satz weiter, als ich gerade vorlese. Dementsprechend, zu 99,9% haut das meistens hin mit dem Text überfliegen. Bloß manchmal verhaue ich Wörter, wenn die zu sehr nach einem anderen aussehen. Und ich sehe es bloß im Augenwinkel quasi. Aber, ja, ich würde sagen, also das ist halt einfach meine Variante, um flüssig vorlesen zu können, indem ich einfach schon vorlese und das andere nachspreche, als immer direkt dort zu lesen, wo ich bin. Das habe ich mit der Zeit einfach so für mich rausgefunden, dass ich damit besser klarkomme. Kommt halt nur ganz selten vor, dass ich dann mal ein paar Sachen verhaspel oder plötzlich Fehler rein interpretiere, wo eigentlich gar keine Sinn. Aber schön, dann haben wir übrigens noch... Ach, die Hinweise lese ich später, weil ich habe extra noch Hinweise ausgedruckt, die mit Ding zugeschrieben wurden. Ich könnte es auch auf dem zweiten Monitor machen, aber ihr Strong hat immer so seine Probleme damit. Wir starten einfach mal rein, die Verstärkung der Armee. Wir müssen auf sehr schwer 120 eiserne Rüstung, 40 Schwerter, 80 Piken herstellen. Und auch noch überleben. Herrlich, nicht wahr? Solange wir keinen Niederlagentimer haben, ist ja hoffentlich alles gut. Und wir haben noch Hinweise. Zur Wirtschaft. Rottet die Wölfe. Und wisst ihr was? Wir können das ja machen, sobald wir die Karte aufmachen, ne? So. Zack. Da wären wir. Aha. Ja, die Karte ist cool. Vier W. Ja, weil einer nicht gereicht hat, ne? Also die Leute haben sich immer noch verlaufen. Vier Wegweiser hier, vier Wegweiser da. Ist das extra für mich, weil ich die sogar nicht übersehe? Aber schön. Von da können Gegner kommen. Das Ding kann leicht angegriffen werden. Okay, lesen wir mal die Hinweise. Zur Wirtschaft. Rottet die Wölfe aus, um Jahrmärkten eine sichere Reise zur Burg zu ermöglichen. Das ist auf jeden Fall ganz cool, wenn wir dann wirklich mal wieder sowas haben. Passt das. Kümmert euch so schnell wie möglich um die Bären im Gebirge, um eure Arbeiter zu schützen. Eure Jäger können mehr jagen als nur wild. Die kargen Gebirge eignen sich nicht für den Anbau von Getreide und Hopfen. Ja gut, okay, die Gebirge hier oder tatsächlich unten auch. Weil ich sehe gerade auch tatsächlich nur die Käsereien, ne? Beginnt frühzeitig damit, den Wald im südwestlichen Tal zu fällen, um Platz für Farmen zu schaffen. Ah ja, das da, ne? Alles klar. Militär. Errichtet bald Befestigungsanlagen aus Stein, um der Kriegsmaschinerie des Bischofs entgegenzuwirken. Nur mit genügend Schützen kann man den Angriffen des Bischofs standgehalten werden. Sorgt für einen Bierausschank, um früh Bogenschützen anzuwerben. Nutzt das Gelände zu eurem Vorteil. Alles klar. Dann gucken wir mal. Machen wir ein 40er Standardtempo. Dann haben wir hier... Oh ja. Übrigens, genau, bevor wir loslegen, noch ganz kurz ein bisschen die Karte betrachten. Das ist ein echt cool gemacht. Das ist ein mega hübsch designter Bergpass, muss ich sagen. Schön, schön, schön. Hat auf jeden Fall was. Gefällt. Haben sogar hier noch eine schöne Schenke, die ein bisschen... Also eine Schenke haben wir schon mal. Also Bierproduktion ist keine schlechte Idee. Und tatsächlich, wir können allgemein nichts bauen in der Richtung.
Ha. Eine Botschaft von eurem Informanten. Man hat Spuren von Tieren in der Umgebung ausgemacht, Sire. Alles klar. Kunstspeicher. Ich weiß nicht, ob ich glücklich bin, den Kunstspeicher hier, weil ich meine, hier oben könnte ich genauso gut Käse reinmachen. Ich bin nicht sehr glücklich mit den... Da unten. Häuser haben wir ein bisschen was. Aber kann ich auch noch ein Stück weit erhöhen. So einer toller Lanzenträger. Wir benötigen Steine. Steine kann ich nicht kaufen. Muss ich tatsächlich selbst produzieren. Dann fangen wir so schnell wie möglich damit an, weil ansonsten kriege ich keine Truppen. Und Truppen bräuchte ich tatsächlich. Ich meine, klar, die Jäger könnten sich wohl auch um die Bären ein bisschen kümmern. Kann es sein, dass ich... Bin ich gerade blind oder gibt es hier wirklich keinen Stein? Ah, da drüben, wo der Bär ist. Ja, da haben wir aber das Problem. Machen wir mal so, weil dann ist die Ausgabestelle wenigstens... Oh, sogar da hinten, das ist praktisch. Wölfe greifen an, my lord. Ja, die werden jetzt ein bisschen rumstressen, aber da kann ich gerade wenig gegen machen. Mehr Holzfälle. Das Volk hat eine hohe Keine Veränderung euch, in der Schatzkammer, my lord. Wollen wir trotzdem schon mal ein bisschen Holz, um wenigstens... Ach nee, Moment. Bier muss ich selbst wahrscheinlich kaufen, ne? Ich muss Hopfen kaufen, um daraus Bier zu machen. Gut, das ist trotzdem ein guter Handel, muss man sagen. Auch wenn es nur Stronghold 1 ist und das nicht ganz so OP ist wie in Crusader, ist Bier trotzdem noch eine tolle Sache. Die eine Schenke reicht für die aktuelle Bevölkerung sogar tatsächlich aus, dass ich da den vollen 4er Bonus habe. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my lord. Aber wenigstens Äpfel hätte ich gerne. Dankeschön. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, mein Lord. Vielen herzlichen. Jede Menge Rehe. Ich glaube, mit Käsefarmen und Jagdständen werde ich auch hier oben zurechtkommen. Angekommen, euer Gnaden. Ich habe mir die Freiheit genommen, ihm eine Anstellung zu bieten. Ich könnte Steuern machen jetzt. Bär greift die Siedlung an. Ich bin mal vorsichtig, was das angeht. Ah, nur diesen normalen Steinmetze haben leider. Ja, es ist jetzt richtig schwierig, daran zu kommen. Es sei denn, ich versuche das mit den Jägern. Oder Holzfäller. Sind auch eine Idee. Machen wir es mit Holzfällern. Kostet ein bisschen weniger Holz und haben ein bisschen stärkeren Nahkampfangriff als Jäger. Bei Jägern bin ich unsicher, wie sicher die Bären anschießen dann. Ihr könnt auf uns zählen. Eine Lanzentricke wird mich auf jeden Fall nicht allzu weit bringen. Okay. Wir können uns aber trotzdem schon mal mit Palisaden ein bisschen... Ich meine, wir haben ja schon ein bisschen vordefiniert, wo wir unsere Burg zu ziehen, aber auch den Weg ins Tal darunter würde ich ein bisschen verteidigen wollen. Knatz, knatz, knatz. Ja, Stuhl, ist schön, dass du dich wieder zu Wort meldest. Ja, jetzt am Anfang gibt es gerade nicht allzu viel zu tun. Jetzt kommt das Bier rein, das ist wunderbar. Das Volk liebt eine Botschaft von eurem Informanten. Wofür spare ich überhaupt? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Nicht schlecht. Ich meine, ganz ehrlich, die zwei Holzfäller kann ich trotzdem hier lassen. Hier, ein Bär greift die Siedlung an. Bis die mal arbeiten, ey. Wir können da nochmal zwei mehr machen, weil das ist da hinten übrigens trotzdem ein gutes Holzgebiet. Das kann man so oder so nutzen. Ein paar mehr Jäger wären eine Idee. Wölfe greifen an, my lord. Machen wir mal noch drei hier direkt beim Kornspeicher dazu. Dann auf jeden Fall Verteidigung für unseren... Oh Gott, kann ich das überhaupt zumachen? Ja, kann ich, okay.
Wird bloß ziemlich schwer, das hier ordentlich zuzumachen, ne? Weil hier so viele Bäume im Weg sind. Aber ich finde tatsächlich, das hat Priorität vor... Ja, vor meinem Leben regelrecht. Weil sobald diese Wirtschaft hier kaputt geht, ist sowieso alles am Anus. So. Hier zumachen möchte ich dann auch noch. Steine ist gerade wichtig. Das kann ich gerade nicht ausgeben für anderweitiges. Ist echt so, dass hier das Tor ausgefehlt hat, ne? Das passt perfekt hin. Oh, gut. Mit Produktion sollte ich trotzdem mal anfangen. Ein Berg, eine Siedlung befindet sich auf dem Weg. Ah, oh, super, danke. Was geht denn mit den Bären hier ab, ey? Aber wir haben tatsächlich erst den Stein bekommen. Da fehlt nicht mehr so viel, dass ich dann nächstes Mal produzieren kann. Holz. Ich habe keine Ahnung, wo Lordi ist, aber es sollte lieber ein bisschen wegbleiben. Komm, Holzfäller. Mann, der Einzige, der sich hier wehren kann, und er kämpft nicht. Mann! Wölfe greifen an, my lord. Wird zumindest noch ganz sicher angekommen, wer hätte es gedacht. Oh, Lordi, was machst du? Solange da unten keine Fallen sind, ist alles gut. Ich find's immer noch so klasse, als er durch die Fallen gelatscht. Das wäre echt, ich spinn. Hauptsache, der hat noch die Latte in der Hand gehabt, als er gestorben ist. Also, eine Botschaft, ihr wisst, wie es gemeint ist. Bald werdet ihr zu Schweinen. Hauptsache, das Holz verschwendet, ey. Ah, danke, Jäger. Entlegene Dörfer sahen eine Gruppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Erste Truppe des Schweins. Ich würde sagen, ich bin nicht so ganz vorbereitet. Minimal nicht vorbereitet. Bis der Ochsen ja auch da ist, vergeht auch noch Zeit, verdammt. Ein Bär greift die Siedlung an. Das ist echt maximal unschön. Die Truppen des Schweins greifen an. Ach, Duli, wie viel... Was? Okay, also... Okay, ich zweifle jetzt schon mal sehr, sehr stark daran, dass ich das auf sehr schwer spielen soll. Sondern wahrscheinlich auf normal, aber... Ich meine, okay, wenn ich mich jetzt richtig reinhänge, schaffe ich es wahrscheinlich, ein paar Bogenschützen zu bauen bis jetzt. Aber das ist ja ein Witz. Wie zur Hölle soll ich bis dahin... Puh, ich bin jetzt überlegen, soll ich das als Challenge jetzt ansehen, oder? Ich meine, guckt euch an, die Jäger machen gute Arbeit hier, aber wie viele von denen bräuchte ich bitte? Ich meine, wenn ich früh mit der Bogenproduktion anfange und schnell die Dinger reinbekomme, es könnte funktionieren. Und dann noch mit Fallen arbeite. Ich sollte mich mal als motiviert betrachten. Die wollen jetzt sowieso einmal außenrum um hier. Die wollen sich einmal woanders sammeln, ne? Die sehen, dass sie nicht raus können. Sag bloß, die gehen jetzt nochmal zum Punkt zurück. Das wäre so lustig. Wenn ihr mir noch ein bisschen Zeit verschaffen wollt, dann ganz sag ich eigentlich nicht nein. Da kommen sogar nochmal die Steine. Dann kann ich gleich meine Bogenschützen machen, auch wenn ich noch viel zu wenig habe. Wurde eingestellt, my lord. Dieses Gebäude ist momentan funktionstüchtig, my lord. Unsere Vorräte schwinden dahin. Unsere Schatzkammer leert sich. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my lord. Hallöchen, Ausbildungslage. Wölfe greifen an, my lord. Platzieren, my also. Lord. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten. Einige Vogelfreier aus den Wäldern sind zu uns zurückgekehrt, my lord. Bin also. Ein weiter Weg. Unerreichbar. Die wollen... Ja. Das gibt's ja nicht. Aus. Bogenschützen bereit. Schau ich mal dahin und schießt hier mal ein bisschen. Die wollen echt hier rüber. Interessant. Okay, ich würde trotzdem gern zumachen, danke.
Gemein. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ich bezweifle zwar, dass ich das jetzt immer noch schaffe, aber die Chancen stehen schon mal besser durch ihren einmal außenrum wandern. What zur... Warum kommt man hier durch? Eine Botschaft von eurem Informanten. Warum muss jetzt unbedingt schon wieder entwendet werden? Bin zur Stelle. Mein unerreichbar. Ist euer. Mit Gott. Mein Herr, sind auf dem Weg. Eure Befehle? Bin zur Stelle. In Bewegung. Aufstellen. Warte. Wölfe greifen an, my Lord. Ah ja, stimmt, die wollen jetzt einmal außen. Die wollen jetzt noch einmal außenrum, um hier durch den Freien. herrlich. Es reicht eigentlich, wenn ich einmal dazu mache, ne? Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sal. Oh Mann, Leute. Ihr wisst auch nicht, was ihr wollt, oder? Bin zur Stelle. Ach ne, jetzt wollen sie. Ja, was wollt ihr jetzt eigentlich? Was auch immer ihr wollt, das passt schon. Euch, und plus 3 Bierschein kommen wir immer noch, das reicht eigentlich nicht. Ich weiß nicht, woher der Barde seinen Elan nimmt. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ja, Nahrung ist noch so ein kleines Problemchen. Das Feuer doch mal ganz kurz Steuern verzichten. Bin zur Stelle, ja. Einige Vogelfreie aus den Wäldern sind zu uns zurückgekehrt. Also eigentlich hatte ich mich schon komplett auf Neustadt eingestellt, aber... Also... Dass ich... ich wollte bloß noch die Situation analysieren, um zu überlegen, was ich mache, wenn ich neu starte. Dass ich hier noch Hoffnung schöpfen kann, nachdem die Armee da unten gekommen ist und ich keine Truppen hatte. Das ist ein bisschen irritierend. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich mit dieser Situation anfangen soll. Mein Bogen Holy. Ist euer. Mönche gegen Mönche, aber ich habe noch Bogenschützen. Aha, sehr schön. Unsere Apfelgärten sind kahl, my Lord. Moment mal, ist hier noch offen? Dass Hexerei dahinter steckt. Nicht, dass ich wüsste, oder? Ah, stimmt, weil jetzt allgemein zu ist, versuchen sie sich wahrscheinlich... Ah, nee, Moment. Da hinten ist noch offen. Auf dem Weg. Ja, das haben die gechannt. In Bewegung. Moment, hier hinten will ich auch noch zumachen. Meinen Gegnern wird es nicht gefallen, weil die werden jetzt dann wahrscheinlich wieder umdrehen. Was soll's. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ja, jetzt muss ja unbedingt noch die blöden Karl. Ist der Karlschlag da kommen? Karlschlag. Die Nahrungsvorräte sind bin sehr zur knapp, Stelle. Sire. Eure Befehle? Rücken aus. Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr, sind auf dem Weg. So, die wollen sich ja einmischen, ja? Alles klar. Dann zeigt mal her. Dann packt mal aus, Leute. Warum zur Hölle schafft ihr gar nicht? Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Ein paar mehr Fallen hätten jetzt auch Wunder gewirkt. Bin zur Stelle. Wir haben beinahe keine Nahrung. Nee, die wollten tatsächlich durchlaufen. Ich dachte, die greifen jetzt an. Wir versuchen jetzt echt alles durch. Bogenschützen bereit. Komm, Rücken schießen wir mal im Freien. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Unerreichbar. Killerspiele, ne? Damals haben wir die Leute noch in der freien Luft erschossen. In der frischen Luft, so rum. Mein Herr, so, da hochgehen und da abwehren. Alles klar, alles okay. Natürlich. Sind in die Stadt gekommen, my Lord. Jawohl, ich glaube, die Bären sind weg. Bin zur Stelle. Ah, ah, hier ist auch zu. Die Pikinierung war übelste Identitätskrise, ey. Aber passt eigentlich. Einige Vogelfreie aus den Wäldern sind zu uns zurückgekehrt, my Lord. Auch da kommt es auch ganz einfach durch. Ja, gut, das ist leicht problematisch. Mein Herr? Aber ich hoffe, es passt noch. Nur der eure Herr Befehle? Den Weg. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Der liebe Herr Gesangsverein kennt den Weg nur. Bogenschützen bereit. Mal dir, Mr. Singing Club. Bogen ist euer. An. Ziel angepeilt.
mein Herr. Unerreichbar. Wir haben den Feind unseres überlebt. GG ist einfach eiskalt abgeschüttelt den Angriff. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Ja. Hier kommt man. Meine bitte. Kommt doch das nächste Mal mit mehr Leuten. Schön. Wirklich schön. Passt. Alles läuft nach Plan. Ich würde mal sagen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Das haben wir elegant gelöst, das Problem. Ihr könnt das nicht dort platzieren. So, in der Hoffnung, dass nicht alle Apfelgärten wieder kahl werden. Unser Apfelgarten heißt Karl, my lord. Was? So, okay. Okay. Was muss ich eigentlich hauptsächlich produzieren? Eisen, Rüstung, Schwerter, Piken. Ja. Wir benötigen Holz. Ich nehme mal an, dass wir hauptsächlich mit Pikinieren und Mönchen zu tun haben, so von der reinen Effizienz her. Das Beste, was wir machen können, ist wirklich... Und speichern. Bogenschützen. In großen Massen. Keine Veränderung in der Schatzkammer, das Volk liebt euch, my lord. Da, noch ein bisschen was über. Ein bisschen hier. Das Volk huldigt euch. Lass mal beim Plus 3, das passt da eigentlich noch auch mit Steuern. Sogar so, weil ich ein bisschen hin und her manipulieren kann. Der Feuerschlucker hat sich die Hand verbrannt. Nein. Zur Stelle. In Bewegung. Ja. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Bogenschützen bereit. Schön alles verteilen. Mehr Bogenproduktion bitte. Die anderen Sachen können wir später immer noch machen. Ich möchte erstmal wissen, dass die letzten Angriffe abgewehrt sind soweit. Wir brauchen ja wie viele Waffen? 240. Boah, wir brauchen mindestens 5 Waffenkammern. Im Idealfall noch mehr. Na gut, die können wir ja mit der Zeit erweitern noch. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Ich könnte auch Kirchen machen, ne? Wir benötigen Gold. Kostet zwar Gold, aber es könnte sich wirklich auszahlen. Bin zur Stelle. Eine Botschaft des Schweins. Niemand von euch wird überleben. Ich bekomme genug Holz rein, hoffe ich. Denn... Aufklärer berichten von einer großen Truppe des Schweins, die auf uns zumarschiert. Selber Arsch. So. Machen wir hier mal noch dicht. Auch mal wirklich ein paar Fallen überlegen. Ihr könnt so. Das nicht dort platzieren. Die werden nämlich Gold wert sein. Die Truppen des Schweins greifen an. Eure Befehle? Hollalalala, was ist denn bin da alles? Stelle. Ja. So viel zum Thema Pikiniere, Armbrustschützen, ey. Aber ich glaube, die wollen schon wieder durch, ne? Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Nee, die sammeln sich jetzt mal normal, okay. Oh Gott, sind sogar Baumeister dabei. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wir haben auch ein bisschen Stein mittlerweile, ne? Eigentlich hätte ich jetzt schon längst auf Steine in der Verteidigung umswitchen können. Gut, was heißt da längst? Also jetzt nicht, dass es schon seit 50 Jahren hätte passieren können, aber... Mein Herr, Rücken aus! Bin zur Stelle! Es werden Waffen benötigt. Eure Befehle? Ach, du liebe Zeit. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Wie viele Sturmböcke, bitte? Was wollen die eigentlich rammeln? Bin zur Stelle. Oh nein, wir haben da oben... Nein, wir haben da oben immer noch die Lücke. Ja, Bogenschützen bereit. Und cool. Und cool. Mein Bogen ist euer. Vergesst zuzumachen. Hi. Na, alles senkrecht. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Na, das war ein schneller Untergang. Auf Wiedersehen. Eine Botschaft des Schweins.
Schweingehade! Schweingehade! Das ist nicht mal der letzte Angriff, ne? Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ihr seid Okay. Ihr seid versaut, besaut, besudelt. Und klar. Versaubeutelt. Also. Wir müssen jetzt nicht unbedingt einen zweiten Steinbruch hinmachen, aber nochmal ein Joch mehr zum Abholen ist keine schlechte Idee. Dann natürlich hier nochmal zumachen. Was können wir überhaupt an Steinverteidigung machen? Habe ich da wenigstens halbwegs Auswahl? Oh, ich könnte zumindest solche Türme machen. Wir benötigen Steine. Hier, solche. Nicht das Tor. Ich wollte jetzt eigentlich nicht das Torhaus gleich kaputt machen. Ich mach's trotzdem nochmal wieder hin. Mal so rüber. Denn ich habe jetzt genug Steine für den Turm, keine Frage. Krieg ich jetzt eigentlich noch meine Eisenproduktion? Ach, schade. Na gut, brennt mir nicht weg. Ja, Bogenschützen bereit. Machen wir einfach mal das Beste aus allem. So. Mit Pech kommen die Gegner jetzt einfach von woanders, ne? So, hier machen wir jetzt mal zu. Eine Botschaft des Schweins. Es sei denn, ich lasse sie offen, mach alles voller Fallen. Niemand auch eine Idee. Von euch wird überleben. Sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. Aufklärer berichten von einer großen Truppe des Schweins, die auf uns zumarschiert. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Das Volk huldigt euch, Sire. Ja, ist ja noch dabei. Krass. Wir verlieren ein bisschen Gold. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Die Truppen des Schweins greifen an. In Bewegung. Sauerei. Paar Fallen. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Überall ein bisschen verteilt. Irgendjemand richtigen wird schon erwischen, hoffe ich mal. Ja, ich weiß, ich könnte einen Turm weiter vorne platzieren. Ich meine, ich könnte natürlich meine Verteidigung weiter nach vorne, aber es geht ja schon wieder Richtung Wegweiser Camping, ne? Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Eure Befehle? Hi. Auf Wiedersehen. Hi, auf Wiedersehen. Achso, die wollen durch die offenen Torhäuser durch immer. Und die gehen dann zu und dann denken sie sich, upsi. Die sollten gar nicht offen sein. Bin zur Stelle, bin zur Stelle. Was haben die haben das im. Och nö, da hatte volle Steine. Was haben die im Briefing aber anders gesagt? Jetzt gehen die wirklich einmal außen rum wieder, ne? Ja. Ein weiter Weg. Sag bloß, die kommen hier auch wieder durch. Bogenschützen bereit. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Wir benötigen Holz. Mein Herr, eure Befehle? Bin zur Stelle. Rücken aus. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Ja. Ich tu einfach mal so, als hätte ich. Bogenschützen bereit. Als wäre das normal. Ich verstehe nicht, was die KI manchmal für Probleme hat, aber gut. Mein Herr, eure Befehle? Es ist unhöflich, Geschenke zurückzuweisen. Ja. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Rücken aus. Mein Herr, sind auf dem Weg. Ich möchte nur durch, Dankeschön. Oh, hier oben drauf, Dankeschön. Sind auf dem Weg. Oh, die Holzfäller-Division kommt entgegen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Eure Befehle unerreichbar. Nun. Und Speicher. Ja. Bin zur Stelle. Ja, wollte ich sagen. Ja, einfach nur ja. So eine Situation, die erfordert eine ganze Menge Ja. Die haben die Fallen da unten gesehen und hatten Angst. Bin zur Stelle. Den gesamten Umweg in Kauf genommen. Das muss es sein.
Erschaudert sind sie. Des Schweins. Schlag die Trommel, blas das Horn. Das Schwein ist im Anmarsch, direkt von vorne. Aufklärer berichten von einer. Ja, das ist, jetzt wird es langsam ein bisschen eklig. Jetzt wage ich langsam wirklich zu bezweifeln, dass das auf sehr schwer machbar sein soll. Zumindest kommen da jetzt Mengen. Ja, Ambusschützen könnten helfen. Ah, hi, ihr wollt aufmachen, ne? Ja, das hält nicht lange. Ach du Scheiße. Holzma. Und ja, da kommt gleich der Nächste. Nee, ich glaube nicht, dass das für sehr schwer gedacht ist. Ich meine, so schön es ist, sich da reinzufuchsen, aber ich glaube, ich müsste es sowieso nochmal ganz neu starten. Um zu sagen, das machen wir nochmal gescheit, weil das ist zu viel für die Zeit, die ich gestellt kriege. Ich bin zu überlegen, ob ich normal oder schwer. Ich glaube, ich gehe auf schwer runter. Ich mache es aber nochmal schwer. Also schwer könnte ich mir wirklich vorstellen. Ein kleines bisschen weniger haut hin, aber das ist jetzt wirklich etwas... Ihr seid besiegt. Ich würde es jetzt nicht darauf anlegen, das Ding auf 10 Folgen zu strecken. Vielleicht schaffe ich es auf sehr schwer, aber dafür müsste ich wahrscheinlich zu lange brauchen, wenn ich das Verhältnis jetzt gerade sehe. Okay, dann bedanke ich mich für die Folge und wir machen dann nochmal, wenn wir auf schwer runterstellen. Finde ich jetzt einfach das Sinnigere, weil es soll jetzt kein neues Lucaster werden, eigentlich. Eigentlich nicht. Zumeist glaube ich eh, wenn es nichts dabei steht, ist es ja für normal. Also ich bin da sowieso schon überdurchschnittlich dabei. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge nochmal.